und willkommen wieder bei einem neuen Video. Und heute setzen wir die Reihe vom letzten Mal fort, beziehungsweise von gestern fort, denn gestern haben wir Beine zusammen trainiert und ich habe mein Beintraining für euch abgefilmt und heute filme ich mein Oberkörpertraining mit Fokus auf Rücken. Und warum Fokus auf Rücken? Weil ich im Endeffekt in jedem Oberkörpertraining entweder 3 Brustübungen mache und 2 Rückenübungen oder 3 Rückenübungen und 2 Brustübungen und dann habe ich noch einen dritten Tag, wo ich ausgeglichen 2-2 mache. Wie auch immer, wir gehen jetzt rein und ihr werdet dann sehen, wir fangen an mit Bankdrücken auf jeden Fall. Einen etwas schwereren Satz, 2 Backoffs, dann Kurzhantel Schrägbankdrücken und dann legen wir los mit dem Rückentraining. Ich versuche das Ganze antagonistisch zu gestalten, um einfach Zeit zu sparen, denn beim Beintraining zum Beispiel gestern, das hat echt viel Zeit gekostet und ich versuche, im Oberkörpertraining ein bisschen schneller durch zu sein, auch wenn mehr Übungen da sind, deswegen auch das Antagonistische. Na wie gut. Wir gehen jetzt rein, wir legen los mit Flachbankdrücken. Ich wärme mich auf, ich versuche alles wieder aufzuzeichnen, weil das war ja gar nicht so schlecht. Ich hätte jetzt gedacht, da gucken sich weniger Leute an, weil es eben so ein ewig langes Video geworden ist. Oh, die Pins müssen ein bisschen tiefer. Die sind ein Ticken zu hoch. Was aber nicht so schlimm ist, wieder schnell zu verstellen. Im Endeffekt mache ich beim Bankdrücken dasselbe wie auch beim Kniebeugen. Ich steige mich um ca. 20 Kilo pro Satz, mache mich da warm und immer nach Gefühl. Mit steigendem Gewicht natürlich fallen auch die Reps. Das heißt, wenn ich jetzt mit, keine Ahnung, mit der Stange, also mit 20 Kilo 10 Reps mache, mache ich dann am Ende mit 80, 90, 100 Kilo 1-2 Reps. Und so steigt das Gewicht, die Reps fallen, typisches Vorgehen, das kennt glaube ich jeder. Aber weil wir antagonistisch trainieren, werde ich mich jetzt auch noch parallel dazu warm machen beim Latzug. Was übrigens auch hilft, wenn man den Latt beim Bankdrücken mit warm macht bzw. mit trainiert, dass man den besser reinkriegt, um so eine bessere Brücke machen kann und auch gleichzeitig mehr Spannung beim Bankdrücken halten kann. Guter Tipp an euch alle, probiert es mal aus, trainiert den Latt bzw. den Rücken mit Brust zusammen und dann immer abwechselnd antagonistisch, so habt ihr einen guten Pump und könnt besser den Rücken anspannen, während ihr die Brücke macht, beziehungsweise während ihr auf der Bank liegt, um so mehr Spannung aufzubauen. Legen wir los. Das Gute hier ist dabei, bei dem Latzug kann ich direkt die ganzen 20er draufpacken. Da packen wir so um die 100 Kilo drauf, denke ich. Das ist nicht ganz 1:1. Also man kann rechnen, wenn ich jetzt im Gym mit 80 Kilo Latzug mache, dann mache ich hier ungefähr mit 100 Kilo Latzug. Das heißt, ich muss so ungefähr 100 bis 110 draufpacken, dann passt das für mich. Das Ganze mache ich hier mit dieser wunderschönen Latzugstange von Anvil. Die mag ich ganz gerne, weil sie wunderschön aussieht. Dazu kommt auch eine Review, von der habe ich nämlich gestern gesprochen. Und die ist halt mega lang, ne? Kann man schön breit dran greifen. Eine saubere 40 Kilo haben wir erstmal drauf. Ganz easy, ganz locker reingehen. Gucken. Jetzt habe ich hier die Rollen abgemacht letztes Mal. Ich zeige euch nachher auch, warum ich hier die Rollen abmache. So, die Markierung ist immer ein bisschen schlecht zu sehen. Zack. Wichtig ist hier, dass hier ist keine Lattübung, beziehungsweise keine reine Lattübung. Natürlich arbeitet der bis zu einem gewissen Teil mit, aber wie ihr seht, wandern die Ellenbogen hinter den Körper und wenn die Ellenbogen hinter den Körper arbeiten bzw. wandern, dann arbeitet eher der obere Rücken, die hintere Schulter, also eher wie ein Rudern von oben. Eins der größeren Probleme in meinem Home Gym ist, dass ich relativ wenig 20er habe und zwar nur 4 Stück bzw. 8 Stück, also 4 Paare und dass ich, wenn ich 2 Übungen mache oder Kreuzheben mache, dann schon echt hart am Limit. Und ich müsste mir mal noch ein paar zulegen, aber die sind einfach so teuer und ich kann ja auch einfach die kleineren Scheiben mit dazu tun. Das geht auch, aber ist natürlich fürs Auge immer schöner.
Hier packe ich dann auch immer nur 20er drauf, weil es einfach schneller geht. Und ja, also viel feinere Schnitte brauche ich jetzt nicht. Was immer ein bisschen nervt ist, dass ich hier nicht so viel aufräume nach dem Training. Weil man ja immer so müde ist und denkt sich, ja egal, mach ich nächstes Mal. Dann ist man aber jedes Mal selber wieder der Dumme, der das hier wegmachen muss. Einzig doof an der Stange ist ein Ticken, dass man die Rifflung und die Markierung, also beziehungsweise die Markierung, nicht so gut sieht. Also ich hier jetzt im Dunkeln, wenn es sehr hell ist, geht das eigentlich. Und dann seht ihr jetzt aber auch nochmal, was ich meine mit hinter den Rücken ziehen. Also ich hoffe, das ist ersichtlich hier, dass das hier eher eine Übung für den oberen Rücken ist, beziehungsweise für den Teres. Weniger für den Latt, auch wenn er, wie gesagt, den Ticken mitarbeitet. Hat in der Ausführung natürlich ein bisschen mehr Ähnlichkeit mit eigentlich einem Klimmzug, aber es ist halt einfach, ich weiß nicht, es fühlt sich für mich ein bisschen besser an. Ich kann es gefühlt ein bisschen besser kontrollieren, wenn ich von oben was runterziehe, anstatt dass ich jetzt Klimmzüge mache. Wobei ich Klimmzüge auch mache. Da machen wir jetzt erstmal 80 Kilo drauf. Das ist eigentlich in der Regel der letzte Aufwärmsatz. Beziehungsweise hier entscheidet sich dann meistens, je nachdem wie der sich anfühlt, wie viel Kilo es denn werden. Und ich habe die Kamera jetzt mal ein bisschen in eine andere Position gestellt, dass ihr sehen könnt, mal die Brücke so ein bisschen vergleicht. Die ist bei mir gar nicht so groß, weil ich gefühlt irgendwann auch nicht mehr so den Benefit daraus ziehe, sondern es ist einfach eine sehr ungewohnte Übung und sehr decline. Und das fühlt sich dann irgendwann nicht mehr so gut an. Also ich habe da so einen Sweet Spot, so wie hier. Das ist schon, weiß nicht, ich hoffe man kann es sehen. Da passt eine Hand zwischen, aber ist jetzt nicht extrem. Und meine Griffbreite ist auch jetzt nicht die breiteste, ne? Also laut IPF könnte ich, glaube ich, so breit greifen. Muss ja mit dem Zeigefinger an dem äußersten Rand sein, das wäre der maximale Griff. Ich greife an dem inneren mit dem kleinen Finger. Also, ja, schon sehr eng, würde man sagen. Aber ich bin auch nicht der Größte. Das hat sich sehr gut angefühlt, war sehr leicht. Ich mache jetzt noch eine Rep mit 100 und dann können wir weiter entscheiden. So, hier kommt jetzt auch eine 20er noch drauf. Das ist der letzte Aufwärmsatz hier beim Latziehen. Das ist ja eigentlich kein Latziehen, aber die Übung heißt ja Latziehen. Ja, fühlt sich gut an. Also das ist jetzt 80 Kilo. Ich denke, wir gehen mit 100, 110 gehen wir rein. Die 20er kann ich jetzt nicht nehmen. Das heißt 15, 2 15er. So wunderschön sieht das dann auch aus hier. Und ich habe immer noch ein kleines dünnes Band hier, damit sich die Widerstandskurve ein bisschen besser anfühlt. Also, wir ballern jetzt mal die 100 Kilo drauf, machen da einen Rep mit, schauen, wie sich das anfühlt. Ich denke aber, das wird sich gut anfühlen. So, gehen wir mal rein. Nicht schlecht. So, wir gehen in den ersten schweren Arbeitssatz. Ich denke, das wird gut. Ich peile mal die 10 Reps an, mal sehen, wie viele gehen. Das ist ja auch mal so eine Sache, ne? Ja, das war schon nicht schlecht.
Für 110 hat sich schon ordentlich angefühlt. Geht gut auf den Terrace. Also alles richtig gemacht. Also wir gehen bei der Bank jetzt mal für 120 auf so, ja, 2 Reps. Wünschenswert wäre natürlich 3, weil die 2 ja schon mehrfach gedrückt. Also ein bisschen schwererer Satz. Mal sehen. Also wenn da jetzt 3 gehen, bin ich mehr als zufrieden, aber wir ballern jetzt auch nicht zu viel raus. Wie beim Kniebeugen, wir lassen immer noch ein bisschen was im Tank. Wichtig ist hierbei immer schön die Spannung zu halten. Und heute wird das eh nichts mit 3. Also die eine war jetzt schwer. Die zweite wäre vielleicht drin gewesen, aber wäre auch nicht so gut gewesen. Das heißt, heute geht es nur für eine. Ein Ticken zu schwer gewählt, das Gewicht. Passiert auch mal. Ist aber nicht weiter dramatisch. Das heißt, jetzt reduzieren wir auf jeden Fall auf 105. Muss schon ein bisschen was ordentlich, 15 Kilo müssen runter. Damit wir jetzt auch ein bisschen Volumen ballern können. 3x6 mit so 105 bis 100. Das müsste jetzt drin sein. Ja, lief halt nicht wie geplant, aber das gibt es auch diese Tage, beziehungsweise damit muss man auch rechnen, dass man eben nicht die Reps unbedingt voll macht, die man voll machen wollte. Jetzt ist die Kamera ein bisschen schief. Ist aber nicht weiter schlimm. Also, ist natürlich jetzt schlimm für die Kamera, aber an sich ist es nicht schlimm. Wie gesagt, wir machen jetzt das Volumen voll. Das mache ich immer ganz gerne mit Bankdrücken, besonders in letzter Zeit, weil ich früher nie versucht habe, Bank irgendwie ein bisschen stärker zu werden. Das forciere ich jetzt so ein bisschen nebenher. Also, ich trainiere ja nicht richtig Powerlifting oder sowas. Ja, so ist nicht. Aber meine Bank hing halt immer so ein bisschen hinter den anderen Lifts. Und die wollte ich mal ein bisschen voranpushen, auch mal ein bisschen schwere Gewichte wagen. Das habe ich jetzt die letzten Wochen gemacht. Das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Ich denke, auch so ein schwerer Satz, der macht doch einfach Spaß. Das darf man ja auch nicht vernachlässigen. Und wenn du dich jetzt nicht komplett abschießt, natürlich wäre das jetzt doof gewesen, den zweiten zu machen, den vielleicht zu verkacken. Da macht es Sinn, jetzt die eine Rap zu machen. Zu sagen, okay, das ist mein heutiger Tagessingle. Und ich reduziere dann eben noch meine Volumenarbeit, die halt vielleicht langweilig ist, aber die gehört eben dazu. Während wir uns dann von dem schweren Single jetzt so ein bisschen erholen, legen wir direkt los mit dem zweiten Satz Latzin von oben. Also beim Latzug ist jetzt natürlich ein bisschen mehr Dampf drin. Ist manchmal so, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber ist ja auch nicht schlecht. Genau, jetzt machen wir das Bankvolumen mal voll und mal schauen, was das so bringt. Also das waren jetzt 105 für 5. Das war auch unerwartet. Also Bank läuft heute gar nicht. Wie auch immer. Muss man auch zeigen. Ne, Leute, ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, filmen wir nicht, schneiden wir raus. Aber auch die schlechten Tage muss man abfilmen. Denn bringt ja nichts, wenn man nur immer die coolen Sachen zeigt, die Spaß machen. Aber die beschissen dann nicht. Also alles in allem trotzdem gar nicht schlecht. Ist schon okay. Nicht der schlechteste Tag, aber jetzt nicht der beste. Ich werde jetzt noch reduzieren auf 100 und damit dann 2 Backoffs machen. Ich denke, das werden auch so 5, ja, vielleicht 6 und dann 5 oder 5 oder sowas in der Richtung. Genau, aber dafür, wie gesagt, Latzug läuft heute gut. Mach mich da nicht verrückt. Man muss bedenken, das Wetter ist ziemlich schlecht. Ich penne scheiße, ihr kennt das, wenn es so warm ist, 30 Grad. Also ich schlafe nicht gut, auch wenn ich 8 Stunden schlafe. Von daher einfach nicht verrückt machen. Immer schön weitermachen. Genau. So, dritter Satz, Latzug. Wenn Bank schon nicht läuft,
Wenigstens fühlt sich der Latzug gut an. Also wie geplant, wir machen jetzt die 100 als Backoffs, zwei Stück davon jetzt noch, also zwei Sätze. Ja, mal sehen, wie sich das anfühlt. Ich bin natürlich ein bisschen traurig darüber, dass die 120 und die 105 nicht so liefen wie geplant. Aber so ist das manchmal. Solange die zwei Platten sitzen, ist alles gut. So. Dann hoffen wir mal auf 6 vernünftige, schöne Reps. Nicht die schönsten 6, aber 6. Ja, also die letzte war natürlich gekrüppelt. Hätte nicht sein müssen. Mal schauen. Gleich machen wir noch 5 davon. Und dann war es das erstmal mit Flachbank. Dann gibt es jetzt, erstmal unilaterales Latziehen. Ich habe keine Ahnung, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Also ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Und danach Schrägbank drücken mit Kurzhanteln. Zwischendurch werde ich wahrscheinlich jetzt auch nochmal Seitheben machen, einfach um Zeit zu sparen. Genau. Also ich wollte ja erst die Rückenübung machen, aber das geht ja nicht, weil ich dafür die Bank brauche. Von daher machen wir jetzt erst noch den letzten Satz Bankdrücken. Ich hoffe, da läuft jetzt gut. Puh, das war jetzt eine etwas längere Pause. Ich denke so 5 Minuten. Oh, das war jetzt nur 4. Aber ich habe schon gemerkt, dass der letzte wäre jetzt wieder so ein scheiß Grinder gewesen. Hätte sich einfach nicht gelohnt. Ja, also wie jetzt zum dritten Mal erwähnt, heute ist nicht mein Tag. Was Bankdrücken angeht, der Rest läuft ja gut. War auch nicht weiter dramatisch. So, jetzt erstmal abbauen. Das ist wie immer der nervigste Teil. Deinem Homegym kann dir auch niemand dabei helfen. Wenn du im Gym wenigstens jemanden fragen kannst, oder so von deinem Kumpel, kann dir im Homegym auf jeden Fall keiner helfen. Gleich könnt ihr auch sehen, warum ich hier vorhin diese Polster abgemacht habe. Denn diese wunderschöne Stange hier muss jetzt gehen. Stattdessen kommt hier dieser schöne Griffel. Dann noch ein paar Gewichte hier abmachen. Leute, ich sag's euch, jedes Mal ein Krampf hier diese Scheiße abzubauen. Weil es einfach so eng ist. Muss einmal hier so rübergewucht werden. Und dann kann man sie schon schieben. Oh, fuck. Schön gehen. Dann packen wir mal erstmal 30 Kilo drauf. Gucken mal, wie sich das anfühlt. Zack. Lieber doch hier so. Ugh.
Aber wichtig dabei ist, wirklich versuchen, wenn man ja den Arm beugt, nimmt man echt gerne den Bizeps mit. Hier ist ganz wichtig, dass man einfach sich vorstellt, den Ellenbogen nach hinten zu führen. Im Optimalfall wäre es auch so, dass man nur den Arm bewegen würde und nicht wirklich den Unterarm, beziehungsweise den nicht beugen würde, sondern einen 90 Grad Winkel halten würde. Ist aber auch hier einfach aufgrund von der Zugrichtung nicht so geil. Deshalb muss ich einfach versuchen, mich darauf zu konzentrieren, trotz der Beugung, die ja durch den Bizeps eingeleitet wird, beziehungsweise durch den Bizeps, ist ja, die Armbeugung ist eben eine Bizeps-Sache, eine Bizeps-Aktivierung. Trotz dieser Bizeps-Aktivierung will ich versuchen, nur mit dem Lat zu arbeiten. Und das ist gar nicht so einfach. Ist aber natürlich trotzdem gut, um einfach auch ein bisschen dieses Muskelgefühl zu entwickeln. Also es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, weil wie gesagt, man neigt halt echt dazu, den Bizeps mitzunehmen. Der lässt sich jetzt aber auch nicht komplett rausnehmen, außer wie gesagt, man würde halt den hier machen und das wäre dann im Endeffekt auch wieder nur ein Überzug. Also diese Übung ist ja generell einem Überzug sehr ähnlich, von daher ist der Hype gar nicht so krass berechtigt. Ich mache es einfach, um ein bisschen Abwechslung zu haben und einfach um was Unilaterales für den Lat zu haben. Ich habe auch eine Zeit lang ganz gerne Kurzhantelrudern gemacht. Da kannst du natürlich den Winkel im Ellenbogen besser, also Unterarm zu Oberarm, den Winkel da kannst du besser steuern. Aber mir gefällt einfach dieses sich nach vorne lehnen und sich abstützen zu müssen. Das ist, fühlt sich nicht so gut an für mich persönlich wie das jetzt. Wobei ich das auch nicht optimal finde, am liebsten hätte ich hierfür eine Maschine. Also generell im Rückentraining bevorzuge ich immer Maschinen, weil das Feeling ist einfach besser. Kommen wir zu einer meiner absoluten Hassübungen. Seitheben, Kurzhanteln oder generell Seitheben. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so schlechte Schultern habe. Aber ich nehme hier auch gar nicht so viel Gewicht, 12 Kilo, und versuche sie maximal aus der Schulter rauszuballern und nicht so viel mit dem Nacken nachzuhelfen. Wichtig ist auch nicht, dass man hier drückt, also nicht komplett gerade, sondern so ein bisschen nach vorne weg. Das war schon sehr schwer. Also ich verstehe die Leute nicht, die irgendwie mit 30 Kilo Kurzhanteln Seitheben machen können, weil das meistens kein Seitheben ist, ne? So, zweiter Satz. Was hier wichtig ist, finde ich auch zu erwähnen, dieses Hardcore-Crunchen bringt gar nichts wirklich für den Lat an sich. Weil du willst ja nicht, du willst ja von oben nach unten ziehen und dadurch den Lat kontrahieren. Wenn du aber den Lat wiederum durch deine Rumpfmuskulatur näher bringst, also von beiden Seiten zusammenführst, umgehst du das Ganze, ne? Also deswegen ist dieses sich extrem zur Seite lehnen eigentlich kontraproduktiv. Ich hoffe, das war verständlich. Und schön voll im Körper arbeiten, ne? Nicht nach hinten ziehen, sondern das Schulterblatt bleibt voll im Körper. Man arbeitet wirklich nur aus dem Lat. Nur eine leicht nach zur Seite drehen hilft schon, aber nicht übertreiben. Ja.
Also ich touch mir ja immer an den Latt. Mir gibt das ein gutes Gefühl, wenn ich da wirklich den Muskel berühre, der arbeiten soll. Ich weiß auch nicht. Das ist, glaube ich, eher so ein Kopfding, ne? So, zweiter Satz, seitdem war schon relativ schwer der erste, war ein bisschen auch wieder unerwartet, ich weiß auch nicht, was los ist. Also Leute, wie gesagt, hier ist wichtig, ich stelle mal von vorne, dass man sieht, nicht den hier zu machen, sondern wirklich so einen kleinen Ticken nach vorne. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad ich das jetzt ausdrücken sollte, aber auch nicht in die Front heben machen, ne? Wichtig ist auch, nicht den hier zu machen, weil so verkürzt ihr nur den Hebelarm und könnt zwar mehr Gewicht bewegen, aber es kommt nicht mehr an. Und wenn ihr nur diesen Hebelarm habt, kommt ihr auch viel weniger an, als wenn ihr den hier habt. Ne? Also alle, die das nicht verstehen, sich mal mit Hebeln auseinandersetzen, dann wisst ihr, was ich meine. So, letzter Satz. Ihr müsst es natürlich mir so ein bisschen verzeihen, dass die Videos sehr statisch sind, ohne Bewegung, ohne viel coolen Schnitt. Aber ich muss das Ganze hier halt alleine aufnehmen. Und daher ist dann natürlich nicht viel drin, wenn ich die Übung mache, mich auch noch hier drumherum zu bewegen. Also gibt jetzt insgesamt den vierten Satz. Ich hoffe, ich habe jetzt alle gefilmt. Und danach geht's los mit Schrägbank drücken und Rudern auf der Schrägbank. Der letzte Tipp, den ich noch geben kann, ist hier definitiv, wenn ihr an der untersten Position seid, nicht die Arme einfach hängen zu lassen, sondern die Schulter wirklich noch leicht auf Spannung zu halten. Und dann werdet ihr auch merken, dass die Schulter im Endeffekt konstant auf Spannung ist und nicht einmal ausgelockt wird. Dann hängt sie wieder, dann muss sie wieder voll in die Position. Da ist einfach zu viel Spiel im Schulterblatt, beziehungsweise in der Schulter, der nicht unbedingt immer nur aus dem Zielmuskel kommt, sondern auch um die umherliegenden Muskelköpfe müssen dann arbeiten. Ne? So, müssen wir wieder die Stange, die tun wir am besten noch zur Seite. Fahren die hier so hin. Ganz wichtig ist für mich persönlich, ich stelle die Bank immer noch auf diese Position. Also wie ihr seht, nicht zu schräg. Das sind wirklich nur zwei dieser Löcher. Also keine Ahnung, ich schätze, müsste vielleicht auf 30 Grad die Sitzpolster ein bisschen höher. Dann Kurzhanteln, meine Kurzhanteln gehen nur bis 36. Deswegen nehme ich auch einfach 36. So. Manchmal ist das ein bisschen nervig mit denen hier.
So. Sag euch ehrlich, mal Kurzhanteln drücken ja gar nicht, ne? Fühlt sich, weiß ich nicht, ist mir immer zu wackelig. Auch wenn man es natürlich stabilisieren kann. Ja, peilen wir so irgendwas zwischen 8 und 12 an. Kommt auch immer drauf an, wie der Tag ist, ne? Also wenn es ein schlechter Tag ist, so wie heute, gehen wahrscheinlich nur 8. Wenn es ein richtig guter Tag ist, dann gehen auch mal 12, ne? Ja, mal sehen. Wichtig, nicht zu weit die Ellenbogen abspreizen. So einen Ticken nach innen nehmen. Sag ja, oh, schlechter Tag, eher nur 8. Was beim Schrägbankdrücken auch ein sehr häufiger Fehler ist, dass man hier liegt, dann so eine Brücke macht, dass den Brustkorb wieder von der schrägen in die neutrale Position bringt und dann eigentlich gar kein Schrägbankdrücken mehr hat, sondern wieder ein Flachbankdrücken. Deswegen, es macht schon Sinn, sich ein bisschen fest zu machen, so eine ganz, ganz leichte Brücke. Aber wichtig ist, dass der Brustkorb nicht auf einmal wieder ja, in neutral steht. Also ich mache jetzt den zweiten Satz. Ist ein bisschen nervig, ich würde jetzt gerne auch gleichzeitig Schrägbankrudern machen. Dafür kann ich die Kurzhanteln ja so umstecken, ich müsste sie erst wieder hier reintun, das ist ziemlich anstrengend und das ist einfach nicht wert, dann mache ich aber lieber 10 Minuten länger Training. Ich mache davon auch nur 3 Sätze. Mal schauen, was ihr jetzt sagt. Ich denke mal, es wären jetzt eher so 7, weil die 8 waren gerade schon ziemlich schwer. So, letzter Satz. Wird auch schon wieder dunkel, so wie gestern auch. Hier wieder rein, das ist das Nervigste. Und die Bank auf ja, eine Stufe höher. So, ich versuche das mal für euch so einzustellen, dass ihr auch gut seht, was ich da mache. Vielleicht weiter weg. Bisschen Vogelperspektive, so. Also als nächstes, parallel zu den Rudern, machen wir, oder mache ich, noch über Kopf Trizeps über Kopf. Dafür nehme ich einfach dieses Seil hier mit dieser Kette, die nehme ich immer als Verlängerung für alles. Tu das hier so rein. Dann baller ich da so, weil der ja schon Gummi dran ist. Und also 2,5 Kilo drauf. Das reicht hier schon, braucht man nicht viel. Das Gummiband gibt schon ordentlich Druck drauf.
Oh Junge, was ist denn das heute so schwer alles, ne? Also ich hoffe, das war jetzt so schwer, weil das der erste Satz war. Aber alter Schwede, das war irgendwie schwerer als erwartet. Ich weiß auch nicht, Push ist heute nicht so geil. Dann direkt wieder der nächste Satz. Rudern. Direkt nach den Trizeps. Weil das schränkt sich ja nun mal gar nicht ein. Bei dem Rudern hier versuche ich die Ellenbogen nicht zu weit abzuspreizen, sondern, ja, wie soll man sagen, zur Brust zu ziehen, aber halt nicht komplett den hier, sondern wirklich so ein bisschen angewinkelt, so ein 45 Grad Winkel. Da fühle ich einfach den mittleren Teil viel besser, also eher den unteren Trapez im Endeffekt. Und die hintere Schulter kriegt auch gut was ab in diesem Winkel. Genau, das ist so das, was ich vorhabe. Also im Endeffekt haben wir einmal einen Zug von oben, einen Zug von unten und einmal einen lat-betonten Zug von oben. Wenn ich damit durch bin, mache ich Bizeps und Trizeps im Supersatz und bin dann durch. Also jetzt zweiter Satz. Ich denke, weil ich das dicken leichter lag, denke ich eher daran, dass ich nicht ganz so aufgewärmt war. Ja. So, der dritte Satz. Dann sind wir auch mit dem Rudern und mit dem Rücken durch. Fehlt nur noch ein Satz Trizeps und drei Sätze Bizeps. So. Also wichtig dabei ist, wenn ihr den oberen Rücken treffen wollt, immer schön die Schulterblätter mit nach vorne nehmen und dann wieder mit nach hinten. So die Basics halt. So, das haben wir dann. Können wir jetzt ein paar Kurzhanteln hier für Bizeps vorbereiten. Also jetzt, letzter Satz. Das brennt auch schon gut. Jetzt aber bis zum geht nicht mehr der letzte Satz und dann reicht das auch. So, direkt nach dem Trizeps gibt es direkt Bizeps hinterher. Schnappen wir uns mal. Ja, machen wir mit 16 an. Oh,
Die Hanteln sind ein bisschen breit, deswegen muss ich immer so weit hingreifen, dass ich hier gut rotieren kann. Dann So Leute, das war die letzte Übung, Bizeps zum Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich werde jetzt nicht mehr viel erzählen, es ist schon wieder 10 Uhr. Ich gehe jetzt duschen, was futtern und die letzte Folge der letzten Staffel Better Call Saul gucken, weil die heute rausgekommen ist. Es werden noch die anderen 3 Trainings meiner Trainingswoche folgen. Deshalb seid gespannt, schreibt gerne Kommentare, lasst ein Like da, ihr kennt das ganze Spiel. Absolut wichtig für den Kanal, es ist ein kleiner Kanal. Wenn da keine Interaktion kommt, dann wird er auch nicht wachsen. Deswegen vielen Dank für jeden, der sich das anschaut. Vielen Dank für jeden, der ein Follow da lässt. Und bis zum nächsten Video.